Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Skyrim. Ich muss ehrlich gestehen, heute sogar ein bisschen miefend. Liegt daran, ich komme gerade direkt aus dem Gym. Ich war tatsächlich im Fitnessstudio nach keine Ahnung wie vielen Monaten mal wieder. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, es war sehr anstrengend. Ich habe nicht alles gemacht. Ich habe auch Gewichte und alles runtergeregelt und so, ne? Aber ich fühle mich gut. Ja. Also, ich fühle mich tatsächlich echt gut. Das, ist immer wieder ein schönes Gefühl. Okay. Wenn man beim Sport war und sich danach gut fühlt. Ach ja. Aber warum erzähle ich euch das eigentlich? Ich weiß, eigentlich interessiert euch das nicht, aber jetzt kommt so ein bisschen der Fanservice dahinter. Weil ich natürlich schon ein bisschen älter bin und so. Und nee, werde ich jetzt wahrscheinlich so ein bisschen ächzend und stöhnend hier in das Mikrofon quatschen und ja, dann geht das so. Oh, oh. ...21, fehlen noch 9. Ich glaube, da unten ist noch irgendwo eins. Shit. Na gut, gucken wir erst hier unten. Wie gesagt, ich glaube, irgendwo hier unten ist nur eins, ne? Also ja, für die Leute, die drauf stehen, ich stöhne und ächze hier jetzt ein bisschen ins Mikrofon, fürchte ich. Trotzdem, es fühlt sich gut an. Ich werde es morgen wahrscheinlich bereuen, weil ich Muskelkater vom Herrn haben werde, aber hey, was tut man nicht alles dafür, um gesund zu bleiben? Oder sich gesünder zu fühlen, besser zu fühlen? Habt ihr auch so Sachen, womit ihr euch besser fühlt? Wonach ihr, wenn ihr das gemacht habt, euch einfach dieses Gefühl hat. So als ob eine Riesenlast von euch gefallen wäre. Das würde mich immer interessieren. Schreibt es doch gern mal in die Kommentare. Also damit meine ich jetzt sowas wie, ja, der eine macht zum Beispiel Meditation. Ein anderer liest einfach nur ein gutes Buch. Ein anderer geht einfach nur spazieren im Regen oder hört sich Regengeräusche an. Sowas halt. Das zählt für mich schon als Feel Good Moment. Ja. Dann gibt es ja auch noch die Leute, die wirklich irgendwie diesen Adrenalinkick brauchen, möchte ich fast behaupten. Die dann, was weiß ich, sich aufs Motorrad schwingen und mit 200 Sachen über die Bahn düsen oder so. Oder halt Leute, die Extremsport betreiben, wie Bouldern. Ist Bouldern ein Extremsport? Ich weiß es nicht. What bist du? Eine Falle. Aber ihr wisst, was ich meine, ne? Diese... Es gibt Sportarten, die machen Leute
obwohl sie doch recht extrem sind, will ich behaupten. Gut, ich kann da nicht unbedingt mitreden. Ich habe nie wirklich Extremsport betrieben. Mein einziger Extremsport, den ich betreibe, ist Motorradfahren. Und mein allerliebster, wirklich allerliebster Extremsport ist Armeequartiere. Gucken wir mal. Auf dem Sofa gammeln. Das kann ich am besten. Ja, und ich sehe schon die Kommentare, jetzt kommt's. Wo ist das denn ein Extremsport? Ich verrate es euch. Das erfordert sehr viel Körperspannung. Man muss genau wissen, wie man liegt, wie man nicht eins mit dem Sofa wird. Also das ist schon echt grenzwertig manchmal. Oh, ich quatsch schon wieder Blödsinn. Ich quatsch heute schon wieder Blödsinn. Und mein Auge juckt. Warum eigentlich immer, wenn ich die Aufnahme starte? Gold. Aha. Nehme ich mit. Brauche ich alles nicht. Also. Gut, gehen wir hier wieder raus. Ja. Oh, ich hab noch einen Extremsport für euch. Und da werden mir ganz, ganz viele Leute zustimmen. Jetzt haltet euch fest. Also ernsthaft, haltet euch fest. Das ist schon Hardcore. Das ist der eigenen Frau auf den Sack gehen. Da lebt man gefährlich. Das muss man einfach zugeben. Da lebt man echt gefährlich. Was ist mit meinem fucking Auge los? Bin ich froh, dass meine Frau gerade nicht zu Hause ist und das hört. Eine meiner Lieblingsbeschäftigungen. So, wir brauchen noch 7, glaube ich, ne? Ich glaube, 7 waren es nur. Und die letzten 7 sind natürlich am schwersten. Da oben. Wie komme ich da? Ey! Also jetzt mal im Ernst, Leute. Wie viele von euch haben bei dem Extremsport der Frau auf den Sack gehen mit dem Kopf genickt? Und zwar sehr heftig. Wie viele? Hm? 6 brauchen wir noch. Wird schwieriger. Wird schwieriger. Aber auch die finden wir noch. Wir verlassen die Schwarzwälder nicht, bevor wir nicht alle gefunden haben. Ich meine, für euch ist das jetzt langweilig. Ihr dürft die Folge gerne überspringen, denn ich bezweifle, dass hier irgendwas Interessantes heute noch passieren wird. Wie gesagt, ich versuche, die letzten 6 zu sammeln. Und dann geht's weiter. Falls ihr die Folge doch guckt, gibt es so ein paar Dinge, über die wir uns unterhalten können. Ich bin nur gerade am Überlegen, was. Nein, Spaß. Ja, wir haben zum Beispiel den Extremsport, den haben wir jetzt schon angequatscht. Was hätten wir noch?
Genau, eure Hobbys. Nee, nicht Hobbys. Hobbys ist nicht so das... Oh, da ist ein Fall mal. Ja doch, eigentlich sind Hobbys ja dieses... oder einer dieser Feel-Good-Moments. Wenn man seinem Hobby frönen kann. Da fällt mir ein, kennt ihr das? Leute, die sagen, ja, das Zocken, das beruhigt mich. Das beruhigt mich tierisch. Und dann dauert das exakt eine Runde. Fortnite, PUBG oder was weiß ich was, wo die mit einmal so steil gehen, dass die, eigentlich noch angepisster sind als vorher. Kennt ihr das? Also ich bin ehrlich, mein Zocken beruhigt mich auch. Aber dann kommt es halt drauf an, was ich zocke. Also es gibt so Spiele wie Bloodborne. Bloodborne beruhigt mich nicht. Bloodborne regt mich auf. Bloodborne. Ja. Aha. Funktionier endlich, du Sau. Ah, funktioniert doch. Auge. Auge. Hat wer ein neues Auge für mich? Meins geht mir auf den Sack. Da ist ein Nierenfurz. Neben den Blasenpilz. So, es fehlen noch drei. Wo finde ich die letzten drei? Die da unten habe ich, glaube ich, alle schon. Genau. Also ja, zocken kann ungemein beruhigend sein. Auch competitive kann beruhigend sein. Aber ich finde es immer interessant, wenn man sagt, das beruhigt mich. Und dann ist man im Endeffekt am Ende der Runde, die man voll abgelost hat, aber so richtig voll abgelost hat, so aggro, so pisst, so unentspannt, dass ich mich frage, wo entspannt dich das denn bitte? Ich sehe nur, es macht dich aggressiv. Das gibt's ja leider, ne? So, ich gehe mal erst außen an der Schwarzweite entlang und lausche mit meinem geschärften Gehör, ob es irgendwo piep, 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 piep macht. Piep, 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 piep. Nix. Hallo, ich brauche mehr Beep Beep. Ich brauche mehr Beep Beep. Armeequartiere, da waren wir schon. Stinkt wie im Puma-Käfig da drin. Hallo, gehst du auch irgendwo mal aus? War ich da drüben schon? Uah. Alles für die Klicks. Alles für die Likes. So, Auge. Diesmal sind sogar beide Augen. Da hinten können. Oh, ich habe versehentlich die Armbrust aktiviert. Egal, macht nichts. Nein, 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 nein. Nein. Waren wir hier nicht gerade erst? Gott, manchmal bin ich so doof. Wir waren hier noch nicht, weil hier ist noch so ein Schmiedefatzkes. Ich nenne ihn jetzt Fatzke. Ah, zwei Schauriden. Bams. Und die greifen nicht mal an. Was für faule Halunken sind das denn? Ich höre hier wieder Geblibber. So, gucken wir erst einmal um. Nachdem wir die Geoten-Ader geplündert haben.
Wow. Was war das jetzt? Ich frag nicht. Okay, hier oben ist nix. Aber ich höre hier irgendwo Geflimse und das ist wahrscheinlich da. Ja, noch ein Nierenwurz. Was haben wir hier? Katakomben der What? What the fuck? Wie meinen? Okay. Okay. Ich werde die Fallen bestimmt noch nicht entschärfen. Los, komm näher. Nee, komm noch ein Stück. Kommt er näher? Nein. Ja. Ich mag die Fallen jetzt schon. So, Fallen sind deaktiviert. Aber jetzt mal Butter bei die Fische. Mein Auge juckt, du. Das kommt bestimmt von vielem Kratzen, du. Keine Sorge, es kommt heute kein Matjes. Heute gibt es keinen Matjes. Dafür habe ich ganz frischen Lachs. Frisch abgehangen, nur für euch. Wollt ihr mal schauen? Kostet nur 4,50 das 10 Kilo Ding. Schaut euch diesen wundervollen Lachs an. Frisch gefangen und so. Ja gut, sieht ein bisschen komisch aus, ne? Aber ich schwöre euch, der ist mir so ins Netz gegangen. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Hallo? Wie unfreundlich. Aber das ist gut. Dieser Lachs hat sich selbst gekühlt und jetzt ist er weg. Boah, da war bestimmt ein Heusnille. Hallo? 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 Darf ich hier auch wieder raus? Danke. So, jetzt können wir ja weiter quatschen wie so ein... Wie so ein... Weiß ich auch nicht so, ne? Immer wenn ich so quatsche, dann muss ich aus irgendeinem Grund an Horst von Elimania denken. Denn er ist ja die Mauer. Ja, manchmal gehe ich mir selber auf den Sack. Aber auch nur manchmal. An anderen Tagen finde ich das cool. Meine Nase läuft jetzt auch. Was denn los? Alter, was ist das hier? Was zum Teufel? Ich war noch nie hier. Ich war noch nie in diesen Katakomben. So, ich plünder die Fallen mal jetzt ausnahmsweise mal nicht. Also für alle, die schon abgeschaltet haben, ja, tut mir leid, ihr habt voll den krassen Scheiß verpasst. Ihr habt nämlich meine Imitation von Horst verpasst. Mein Sniffeltuch.
Oh, ich kann das überhaupt nicht. Ihr braucht etwas? Kipp einfach tot um. Kipp einfach tot um. Ein Falmer-Diener. Seit wann haben Falmer-Diener? Noch mehr Falmer-Diener. Warum haben Falmer-Diener? Also ich glaube die gleich alle um, das ist gar kein Problem, ne? Aber ich will erstmal öffnen Schwarzweite. Was haben wir da? Öffnen Schwarzweite wahrscheinlich, ne? Ja, ich mach mal auf. Was war das? Alter, sind hier ernsthaft noch mehr? Versammlungshalle? Okay, warum verdammt haben Falmer Diener? Nordranke. Okay, ich find das gerade sehr gruselig. Nächster bitte. Da kommen gleich zwei Khajiit. Komm, ich nehme mal die drei. Nein, jetzt habe ich ihm seine Robe genommen. Seine war die letzte, die ich wollte. Vor allem kann ich die nicht mal mehr anziehen. Die ist so voll behaart. Von hier oben sind wir gekommen, ne? Ja. Ein Tanz im Feuer. Habe ich das schon? Habe ich schon. Skelett durchsuchen. Oh, hat wenigstens 5 Gold. Naja. Seht ihr? Er hier, ne? Er hat den Extremsport mit dem Gammeln auf dem Sofa nicht geschafft. Er ist daran zugrunde gegangen. Traurig. Sehr traurig. Oh. Ich. Hä? Ach so. Gibt's hier noch mehr davon? Bestimmt irgendwo, ne? Ja. Später. Hab gerade keine offenen Rechnungen. Von hier sind wir gekommen. Hier ist aber kein Jenwurz. Es klingt... Ich bin mir unsicher, dieses Geklirre. Bedeutet es jetzt, dass hier was in der Nähe ist oder nicht? Oder sind das hier diese... Pilze und Steine, die resonieren. Mit? Mit? Weil eigentlich klingt dieser Nierenwurz ja auch anders, ne? Da ist noch so ein Olaf Falmer. Wieso habe ich schon wieder Falmer-Pfeile? Egal, die reichen für den.
verballer ich halt alle. Wow. Der Todesschuss ging also in seinen Köcher. Gut. Gut zu wissen. Nichts? Nichts, okay. Ich dachte, es passiert jetzt irgendwas. Da vorne. Das war gar nichts. Na, toll. Jetzt werde ich von ihr Lichtern angegriffen, oder was? Ja. Zaubertränke, Heilung. So, ich bin schon voll geheilt. Was? Ich hab alle 30? Geil. Wo ist die Irrlichtmutter? Komm, Muttchen. Muttchen, lauf doch nicht weg. So. Wir müssen jetzt also da lang. Moment, ich muss mal ganz kurz ins zu Avrusa Sareti. Gibt Septimus. Also. Ah, ich will nicht mit Septimus reden. Wisst ihr, Septimus ist gar nicht das Problem. Er ist zwar sehr verwirrt, er ist sehr undurchschaulich, undurchschaubar. Er ist krank. Er ist ein alter, kranker Mann, der nicht mehr im vollen Besitz seiner geistigen Fähigkeiten ist. Aber das, womit ich das, was ich wirklich anstrengend finde, habe ich nicht irgendwo. Burn, bitch, burn! Kannst du mal ein bisschen schneller brennen, bitte? Ich dachte, Eistrolle sind anfällig für Feuer. Geht doch, dankeschön. Warmes Trollfett. So, wo sind wir denn hier? Ach, da. Ja. Ah, kommt. Septimus. Willkommen. Ja. Mein Einhorn. Das ist sogar geriffelt. So, Leute. Wir reden erst in der nächsten Folge mit Septimus Signus. Danke fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, schreibt mir doch mal auf meine Fragen, was ihr so für Feel Good Stuff macht. Haut es einfach in die Kommentare. Es würde mich wirklich interessieren. Vielleicht finde ich ja noch das eine oder andere, was mich interessiert. Also dann macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.